So. Ich schreibe nur selbst. Selbst, ne? Ach, ich weiß schon, was ihr wollt. Ja, ja, ja. Ich habe das falsche Pferd gesetzt. Seid ihr gekommen, um mir Spott und Hohn zu begießen? Wäre zu läppisch. Wie das? Oh nein, geh du bestimmt wie nicht, doch mit eurem großen Mut. Als 25 Erfahrungspunkte für wirklich guten Stil. Spott nur recht schön und büßt eine Tat, ihr Strolchen. Herr Längst, revidiert sein müssen! Ganz schlimm in der Truppe! Meint er jetzt den Tunnel allgemein oder nur die Wand zu mauern? Interessante Frage. Das werden wir uns im nächsten Spiel widmen. Rückschwere Not, das hat im Gelbelt gerappelt. Na, na, ganz rum, los! Alle wieder, doch, doch, nicht! Nee. Dönig, der Auftragswucht eines Geschosses beträgt. Bei einer gegebenen Masse von. Scheiße, ich schon wieder, ich gebe Ruhe. Achso, ne, gibt's scheinbar nichts noch Neues. Schade. Weil hätte wieder immer was Neues versteckt in den Töpfen. Ja, möglich. Glück werden erfahrene Falter unter jeder Regierung benötigt. Und ich bin wendig genug, es jedem recht machen zu können. Eingegeben wahrscheinlich die Ausgaben. Ja, es ist immer noch dasselbe. Gut, was ist da drüben noch? Ah, Koch. Lang, dass sie geholfen haben, Backschisch freien. Neue Plaster ist ein noch besserer Esser als sein Vorgänger. Überraschend. Gehen wir mal ruf, ne? In der Palast. Und gut, da war's ein Schatz. Der Kehler musste immer eine Zitrone pressen. Kann ich das nicht mitnehmen? An diesem Gold muss es doch möglich sein, eine schlagkräftige Streife auf die Beine zu stellen. Euer Schatz würde das auch auf Niederste bedingen. Gärlichkeiten, Teuste, ist ein Quell des Streites. Kann ich es nicht mitnehmen, um es sicher zu verwahren, damit es niemand Böses mitmacht? Nein, sie haben hier keinen Zutritt. Huschusch, hinaus mit ihnen, man muss sie erst schelten. Wie, endlich ist Abwechslung in der Bude. Der vergnügt sich mit der Dame? Nein, hinaus, hinaus! Leidig! Jawohl. Und links und rechts und eins und zwei. Welcher Anblick! Wir sind verwundert zu gucken, Töpfchen! Du wirst existieren! Au! Nicht der Ohr! Nicht der Ohr! Schön. Komm, du sollst dich nicht in den Brunnen pissen. Das ist nicht erschreckend, dass die Person an ihren Streben einzig auf den perfekten Hüftschuh lenkt. Hat ihre Meinung, gnädigste. Das ist wirklich ein betrüblicher Anblick. Hör, Schatz! Ach, ich weiß doch genau, woran ihr gerade denkt. Echt, woran? Vielleicht drei, das wird doch ein Weg zu viel. Skandalös, das sind nur für Sitten. Husch, husch, raus mit ihm. Das ist alles, was er macht. Ich hau dir aufs Maul. Lass wohl, ich lasse mich nach allen Opfern mit Häppchen abschweißen, wie? Sir, es liegt nicht in meiner Art. Aber wenn Sie sich gnäßigen, zwingen Sie mich, heftig zu werden. Meine Luft zu schärfen! Worum geht's denn? Ich will mich nicht zur Seite schieben lassen. Davon soll auch keine Rede sein. Doch eines ist Fakt. Die Fahne des Empires ist wieder aufgerichtet. Dann zieht die alte Ordnung wieder ein. Bis die Königin einen rechtmäßigen Gouverneur ernannt hat, verhalte ich den Posten. Ohne den kollkühnen Angriff meiner Männer wäre Backfisch nie gefallen. Vor das Recht des Siegers. Jede Männer, Sir, sind kaum als tollkühne Sieger zu bezeichnen. Kaum waren sie über die Mauern hinweg. Haben sie nur ans Plünder gedacht. Sie haben uns im Kampf um den Palast im Stich gelassen. Also dreistest du dich, am Waffenruhm der stolzen Beduinen zu kratzen, Fremdling! Ich habe die Eroberer vertrieben! Ich bin bereit, es auch mit einer Horde Wegelagerer aufzunehmen! Ich glaube, der hat eine tiefere Stimme, ne? Darum geht es nicht! Soll nur eine Fremdherrschaft gegen einen anderen eintauschen! So wie es um die höhere Werte, die Freiheit ginge! Jetzt, Caesar! Den einzigen allein in dem Gold her! Schöne Verbündete haben wir! Ach echt? Ich hab doch einen Vogel. Ist hier doch irgendwo weiter? Nein. Kann ich den Brunnen vielleicht mitnehmen? Nein. Hier gibt's auch keine Stühle, ist doch irgendwie scheiße, oder? Es geht auch lange zu fackeln. Äußer Best war Gold und hübsche Frauen. Und wir sind jetzt einfach unseren Anteil. Achtung. Hä? Warum? Verwechselt! Seid ihr, fremde Freunde, sagt diesem aufgeblasen Gimbel, er soll den künftigen König Backfisch den schuldigen Respekt zollen. Die erste Tranche des Respekts, wo ich mir in der Schatzkammer ab.
Angst ist und ich lasse sie wie ein Hund zusammenschießen. Hund, sagst du Hund? Ich meine Kamel. Gute Güte, hör dir diesen Flausen an, die der Kerl im Kopf trägt, König von Backfisch. Ha! Aber wer ist mit der Fuchs denn in der Stadt beherrschen? Ich möchte nur wissen, von wem diese Juden. Lassen Sie sich nicht zurückblicken, wenn du vor uns die großen Aufgaben liegen, Hauptmann. Und gewarnt, dass der Feind dieser Region noch über eine letzte Feste verfügt, sehr schrecklich gegen uns wirken könnte, sobald er sich erholte. Mein Sehnlich, die Festung ist an den Fluss, den Sitz des Hasianischen Provinzherrn! Richtig, Sie wissen von ihm. Wie viel, fürchte ich? Und weh der Ruf des Schreckens! Und fast möchte ich mich glücklich schätzen, noch nie direkt miteinander gerannt zu sein! Dann auf, sagen wir Männer und lassen uns den Schletz der verbliebenen Schurken betreiben. Wie bitte? Auf den Feind, Grill. Soll ich Stadt verlassen? Die tollwütigen Unheilhüter überlassen? Unmöglich! Hast du mich genannt? Was für eine Beleidigung? Was für deinen Betrug bezahlen? Wie für deinen Betrug? Hören Sie es selbst, Sir! In der letzten Situation bin ich an diesen Ort gebunden! Mein Hauptmann, ist etwa im Stich lassen? Klingt gerade alles gleich, glaube ich. Ich verlange nicht, dass ich diese überlegene Warte des höheren Danges zu verschlauen, Leutnant! Das sehe ich wieder einmal. Sehe ich ihn wieder einmal. Kurz. Es ist nach. Er ist tatsächlich im Stich. Pui, abscheulich. Bis dann eben! Alleine loslangen! Ihr ist zögerleist, den Feind Gelegenheit zum Schammeln zu verschaffen! Zum Schammeln. Wie viel allein gegen eine ganze Festung? Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Schnell nicht eine Parole der Tatkraft. Ja, wie viel allein gegen eine ganze Festung? Und damit eigentlich meine Besorgniskühe in der Tatsache zum Ausdruck bringen, dass. Schöne Parole gewesen. Dann lass uns die Festung angehen. Hippipura. Ich gehe hier besser. Soll die sich selbst weiterschreiben, wer hier jetzt gewonnen hat und das Goldgericht? Ich könnte später wiederkommen, das Klauen. Mit einem Luftschiff. Das ich vielleicht später noch bekommen könnte, möglicherweise. Dum di dum 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 di dum dum dum. Wir laufen über die Brücke, wir laufen über die Brücke. Wahrscheinlich würde nachher gleich immer darauf hinweisen, dass es gar nicht nötig gewesen wäre. Was ich auch selbst weiß. Hey, wir könnten es nochmal tun. Nein. Beenden wir dieses Spiel voller Bugs, Rechtschreibfehler und unfairen Geschäften. Was ich gesagt, starb doch ein Angriff auf uns. Aber ich habe genug. So zurück, du Feigling. Ich war ein Feigling, hast mich sinnlos fallen zu lassen. Ich dachte immer, ich lasse mich hier für den Sieger rein. Du weißt, Flucht nützt etwas. Was denkst du wohl, wenn der Provinz halt mit dir machen, hm? Willst du ihn verärgern? Also gut, versuchen wir unser Glück. Ihr wart schwach gegen was? Keine Ahnung. Ich hab's nicht vergessen, nein, ich weiß es nur gerade nicht mehr. Ach, wir versuchen einfach mal unser Glück mit irgendwas, das wird schon passen. Naja, gut, schon mal nicht. Oh, schön, dass ich mir das immer merke, ne? Oder was das? Überwinde den Schock. Ja, ja, langweilig. 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 Dieses Mal bitte nicht in. Ja, ja, ich weiß. Es ergibt einen Kreis. Ah, es ranzig. Willst du bitte mal sterben, bevor du Verstärkung rufen kannst? Na, also. Level 29, toll. Oh mein Gott, wir müssen uns ganz schön zurückziehen. Das lässt Play die Länge ziehen. Da ich noch 12 Folgen mehr machen kann, bevor ich, Penumbra Tech Demo war es, oder? Ja, Penumbra. Das ist jetzt Spielverwechsel. Wird schon passen. Ja, das wird bestimmt auch ein sehr langes Let's Play werden. In ein paar Stunden kann man es durchspielen, auch wenn man es nicht kennt. Da muss man Sachen kombinieren, so mit Gehirn und so. Ich werde für Monate brauchen. Jahre. Jahrzehnte. Hey, da liegt was. So ist die Festung gar nicht. Guck, ich kann mich immer noch sehen, wenn ich dahinter stehe. Oh, da glitzert was. Ich weiß noch nicht, was das genau sein soll. Laufen wir erstmal rum. Gibt es einen Hintereingang? Wir kommen von hinten ordentlich reingerast.
Dr. Kalbs Tinktur und schon hat es sich gelohnt, da rumzulaufen. Für einen Gegenstand, den ich danach nie wieder benutzen werde. So, und bevor ich da reingehe, ich glaube, ich zu wissen, welche Gegner da kamen. Das war Eis, oder? Nein. Das war wirklich Feuer. Feuer und Schläge. Ja, Feuer und Schläge. Ich glaube, er ist voll ins Gesicht. Das kann ich nicht mal anschauen. Ach. Das ist halt die Erde übertrieben. Das passiert, Jungs. Und Mädels. Nein, passiert nur Jungs. Mädels müssen dünn sein. Also wenn man die Knochen nicht sieht bei einer Frau, ist es hässlich. Ich finde es einen Zettel. Das notiere ich mir besser gleich mal. Und zwar oben. Jetzt wird gerade mein Füller etwas leer, wie es aussieht. Wahrscheinlich vergesse ich es dann wieder. Oben rechts, links oben. Was ist mit unten? Das ist Diskriminierung. Ganz mehr. Passage, Mobiliar, gibt orientalische Architektur eine recht vielfältige Verbindung ein. Ja. Überall dasselbe drin. Außer die Rohr steht nur Hochdruck. Vielleicht. Es könnte zumindest theoretisch. Geht, sieht, wie das riecht. Wurde ihr denn nur abgeleitet? Willst du das wirklich wissen? Oh, und es wächst auch hier gerade. Sein Flora scheint mir außerordentlich robust. Ah. Ah, es ist felsenfest, okay. Was muss ich denn tun, damit ich das... Der muss noch... Ah, so, okay. Dann muss ich das hier nochmal umhebeln. Den oben. Haha, langsam soll ich der Feind aber etwas mehr einfallen lassen, um es aufhalten zu können. Ich hoffe nur, dass er das nicht gehört hat. Ja. Noch mehr Klingfutter! Drauf! Das gibt's doch nicht. Wie konnte diese Viecher die Rätselsperre überwinden? So, was sagt? Die Feste enthält Hindernisse, an denen die Affenblut keinesfalls vorbeikommen. Also natürlich, sie werden bereits an uns scheitern. Oh, natürlich! Ja. Also, wie war das? Schläge? Und Feuer! 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 Ich kann Beavis und Butthead nachmachen, das geht einfach nicht. Oh, 6 HP, oh Gott, 7 HP, ich bin so gut wie tot. Es ist zum Verzweifeln, jetzt will ich Heilung machen. Bin ich total verrückt. Flammen des Inferno. Ist nicht betroffen, nicht betroffen, nicht besoffen, nicht gesoffen, nicht gelockt. Können wir das jetzt endlich abhaken? Ja, ja. Bla, bla. Und tschüss. Gibt ja immer noch. Na also. Sieg! So viel zum Thema, wir würden verlieren. Steht auch unter Hochdruck. Eine Fülle spendet Leben, doch noch mehr mag es dir geben. Bringe seine Tiefe ein und der Schlüssel wäre dein. Was? Eine Fülle spendet Leben, doch noch mehr mag es dir geben. Bringe seine Tiefe. Da ich jetzt keine Antwort geben muss. Geben Zwischenkräfte frei, doch kann man sie blockieren. Für das Paar der zwei, das ist gleich passieren. Hier mag jemand Reimerei. Reimen. Oh, hier kann ich nicht lang. Hier kann ich auch nicht lang. Doch, hier kann ich lang. Ja, ich kann so runterschauen, was mir nichts bringt. Ich kann nicht mal stehen bleiben unterwegs. Ah, seine Flügel schon leben. Doch noch mehr mag ich dir geben. Dinge sei tiefer ein.
Und der Schlüssel wäre dein. Hä? Reden die eindeutig von der Frau. Brunnen ist die Lösung, Schatz. Ganz normal finden Sie den Türschlüssel im Grunde des Schachts. Ja, im Grunde des Schachts. Lass uns überlegen, auf welcher Weise vorsichtig hinabgelangen könnten, liebe Freunde. Schatz. Einfach hineingeschwungen, so ein törichter Bursche. Liebster, geht's dir gut? Hörst du mich? Aktiviere! Supermodus! Ich höre, sie sind nicht zu Schaden gekommen. Zumindest kein weiterer Schaden hinzugetreten. Zu den Grund ab, wir versuchen inzwischen etwas aufzutreiben, wo sie wieder hinaufgelangen können. Was ist denn der Plan? Nichts. Hey, ich kann seitlich schwimmen. Oder laufe ich da? Nein, wohl eher nicht. Na komm, irgendwo muss er sein. Ich suche am besten nochmal. Hä? Moment. Ich glaube, ich habe da einen Bug entdeckt. Doch nicht. Hab ich nur eingebildet. Ah, okay. Gelegen gibt es da schon doch einen Bug, dass es auf dem falschen Feld angezeigt wird. Ja. Ich bin wohl zu schnell für das Spiel. Oder das Spiel ist zu langsam für mich. So wäre es besser. Jetzt ist die Frage, ob dieser Bug jetzt irgendwie dazu führt, dass die Felder als nicht untersucht gelten. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich mach besser ein bisschen langsamer. Hä? Ich habe doch schon jedes Feld. Oder nicht? Hab ich eins vergessen? So viele Felder gibt es hier doch gar nicht. Und trotzdem sind es so zu viele. Willst du mich verarschen? Nichts. Nichts. Nee, weiter runter kann ich nicht. Treffer! Hatte ich das nicht vorhin schon abgesucht? Habt ihr gefunden, mein Lieber? Aber ich will übertaucht! Das war nicht, Schatz. Wir haben da mal ein langes Teil aufgetrieben. Gib acht. Oder auch neun. Bis ja wieder. Aber so künftiger, weniger brauchst, künftig vorzugehen. Hä? Hallo, ein komplett voller Wasser? Um mich da etwas zu verstehen? Also doch, ein Wasserkopf. Ach, bei Mund und Gefütscher geht einfach immer wieder das Herz auf. Ihr Lieben, man zweifelt mal rein. Rast oder nicht mehr runter. Okay. Dann gehen wir erstmal rechts rein. Rechts! Oho, ich bin da, hält die Tür auf. Erfahrungspunkte, 100 Stück an der Zahl. Sag mal los, Polyeder verfügt über ganz ausgesuchte Winkelflächen. Wir haben recht, Herr Brosse, es ist wunderschön. Was ist denn? Nimmst einen roten Kristall. Okay. Das ist eine Elektrosperre. Ein geradezu elektrisierender Trick. Alles in Ordnung, Schuckiputz. Mein Feind, dann lass es weitergehen. Ich mach dir einfach mal alle zu. Was gar nichts bringt. Ich habe einen Hinweis gesehen, glaube ich fast. Reden wir nochmal mit dem Kopf. Südkräfte kann sie blockieren. Finde das Paar der zwei, das soll gleich passieren. So viel Kombination gibt's da ja nicht. Theoretisch nicht. Das war schon mal nicht. Was auch nicht. Das war's auch nicht. So. Alt. Das muss ich wieder aufmachen. Haha. Soll ich davon halten? Kann ich mir ganz nach. Sie haben mich nicht so ein Siegel hätte. Oh, ich bin da. Gehen wir nachsehen. Okay, hier definitiv nicht. Dann da draußen. Da draußen. Links. Ja, ich darf hinein. Ach, Krummsäbler. Das ist so
spannend nicht. Und immer noch nicht. Was war es jetzt wieder? Ich hab's vergessen. Ich soll mir jetzt vielleicht doch mal merken, gegen was die Gegner schwach sind. Dann müsste ich jedes Mal wieder Rätsel raten. Andererseits wäre es dann natürlich total langweilig. Eben diese Spiele ohne Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Das ist wie Spiele, wo man die Schwierigkeitsgrade erst freischalten muss. Und dann auf irgendwelche ultra leichten Schwierigkeitsgrade spielen muss, weil das Spiel total einfach ist auf diesen Schwierigkeitsgraden. Es bitte töten, Jungs. Ja, ja, ich weiß, es gibt einen Kreis. Das ist ein Teufelskreis! Mein Gott, tötet ihn! Oh nein! Fahr zur Hölle! Das ist zum Erbrechen. Immer dann, wenn sie mal treffen müssten, schlagen sie vorbei. Ach, jetzt habe ich naja, scheiß drauf. Mach den Braten jetzt auch fett. Mhm, genau so. Das ist schockierend. Wie leicht ich hier durchkomme. Hat diese Entwickler denn nie auch nur die geringste Herausforderung eingebaut? Das ist wirklich empörend. Vor allem, wenn das Spiel schon kennt, das ist total einfach. Auf dem Tische funkelt's noch, in die Tasche wandert's doch. Einen blauen Kristall. Selbst der Tag erscheint ein heimliches Ambiente vorzuziehen, nach ihren Maßstäben gewiss. Schraubengeschäft, achso. Protokollnotiz. Vereinzelte Aktivitäten des Widerstands im Vorraum unseres Operationsgebietes können als vernachlässigbar abgeteilt werden. Vernachlässigbar? Ha! Schätze, hat sich jemand ordentlich verschätzt! Ja. Immer noch dasselbe. Was haben wir hier? Schach, die Schallanlage wird komplex. Ich kenne oben Galvatoren, Zirkularfelder, Regulatoren. Oh, mein Schwachpunkt. Haben Sie nur einen Moment Geduld, liebe Freunde. Sabotage ruft nach mir. Wer ist Sabotage und warum ruft sie die ganze Zeit? Oh Gott. Kehre den Schalter ein. Versuche die Stromzufuhr lahmzulegen, indem du alle drei Leitungsausgänge versperrst. Nutze dazu einfach die herumliegenden Isolatoren. Ja doch, das System ist mir wohl bekannt. Gut, Professor, dann will ich Sie nicht länger auf dem Werk abhalten. Nur eins noch. Sollen Sie sich einbauen, treten Sie einfach auf das Stadtfeld, um alles in die Ausgangsposition zu setzen. Soldat, ein hilfreicher Hinweis. Aber Schlusssätze, nun gilt's. Ach, da bin ich. Ach, ich wusste doch, da gibt's ein Hindernis. Das wäre auch zu einfach, wenn man einfach... Nein, das ist so auch nicht richtig, glaube ich. Eher so. Vielleicht. Jetzt verschiebe ich natürlich das Falsche, bin ich schlau. Oder Moment, muss ich die da oben reinschieben? Kurzes Dach, kurzes Überprüfen. Oder reicht es auch, wenn die einfach nur auf dem Weg stehen? Ich glaube, es reicht auch einfach, wenn sie nur auf dem Weg stehen. Also möglicherweise, eventuell vielleicht. Ich hoffe einmal das Beste. Nein, sie müssen oben rein. Aber das ist ja kein Ding nicht, ne? Aha, und dann ist der erste überhaupt schon die ganze Zeit rot. Oh, das ist mir aber ein prächtiger Kurzschluss gelungen. Hättest du mit Erfahrungspunkte? Yippie, hey. Kiste! Ein Zündmittel. Lass was anzünden. Lass das Schloss niederbrennen. Dann geht's heiß her in der Wüste. Moment. Ich kenne einen kleinen Fehler in meinem Plan. Überraschenderweise ist jetzt hier das... Ach, was wollt ihr denn? Naja, 3. Ich nenne es auch mit 30 auf. Das ist jetzt kein Grund, mir 30 entgegenzuschicken. Ah, komm schon. Ich langweile mich. Ihr seid so lächerlich. Greift die auch nochmal an? Ich weiß gar nicht. Können die angreifen?
Bin mir jetzt unsicher. Machen wir eine Gruppenhalter. Ja. Mäht sie weg, Jungs. Euer Mähdrescher. Dr. Mähdrescher, ja. Ist nicht besoffen, keiner ist besoffen. Das ist gerade so spannend. Ja, schön. Level 29 nehme ich mit. Ich brauch's zwar nicht, aber ich nehme es halt mal mit. Badekuren. Was steht da an der Wand? Irgendwo ist ein Moja und seine Kraftquelle existieren, die sich hohe Wärme schenkt. In dem Ding Maus ist es endlich kühl. Ja. Schau nicht, dass ich wächst. Auch hier geht's da. Hat hier jemand die Events vertauscht? Jemand? Also. Ich glaube nicht, was das sollte andersrum sein. Hier von der Seite kann ich es gar nicht ansprechen, wie es aussieht. Jetzt sagt er nur noch wirklich intelligent. Ah ja, okay. Da scheint was mit den Events nicht ganz zu passen. Events, Dingern halt, ne? Und er trägt den Anblick!